Kennt ihr noch Mario Barth? Der, den mal alle lustig fanden, früher? Kennst du? Meine Freundin! Weißt du? Kennst du? Meine Freundin! Boah, Junge, so ein anstrengender Typ. Und Nein Marius ist ein YouTuber, den ich schon ab und zu mal bei Reactions von anderen Streamern gesehen habe, den ich darüber so gefunden habe. Er hat ein Video gemacht. Ich habe jedes Mario Barth-Programm geschaut und naja, Lernen vom Frauenversteher. Aber da gehen wir ja mal sowas von rein, Digga. Ich habe alle Programme von Mario Barth geschaut und mir dabei sehr viele Fragen gestellt. Kann Comedy überhaupt diskriminierend sein? Hasst Mario Barth Frauen oder ist er vielleicht doch ein lupenreiner Feminist? Das alles, was es mit mir gemacht hat. Sein cleaner deutscher Burger. Und noch viel mehr jetzt. Nein. Marius. Okay. Voll das coole Intro. Ganz ehrlich, ich struggle ein bisschen damit, dieses Thema neutral aufzuarbeiten. Denn es ist ein leichtes Opfer. Jeder weiß mittlerweile, was man von Mario Barth zu halten hat. Aber gerade das hat mich da nochmal gereizt, genauer drauf zu gucken, weil ich glaube, vor allem auch meine Generation eben irgendwie ein Verhältnis zu Mario Barth hat als das erste Programm. Ich glaube auch, dieses Video hier wird auch auf dem Matti-Kanal gut ankommen wieder, weil das wieder genau aus der Zeit war, auch hier wie Next Uri Geller und so, weißt du? Das war so die Zeit, als wir alle abends TV Total geguckt haben. 18 Uhr ProSieben. Dann war erstmal diese nervige ProSieben News Show, aber die ging ja zum Glück nur 10 Minuten oder so, mit diesem Typ mit den grauen Haaren. Dann The Simpsons. Dann erstmal Simpsons geguckt, Digga. Zu genau der Zeit. Da lief einfach Mario Barth. Da war, glaube ich, so die größte Hypezeit. Da hat der Stadien gefüllt, Junge. Beim Rauskam war ich 11 und ich konnte auch bis in meine Jugend hinein Kritiken nicht nachvollziehen, die ihn als Frauenfeind oder Sexisten betitelt haben. Und dieses Video, lieber 16-jähriger Marius, ist für dich. Denn verstehe. Das muss man festhalten. Mario Barth ist bis heute. Siehste? Ich sag doch, Stadien, Bruder. Stadien. Relevant. Er spielt gerade aktuell noch die Tour von seinem neuen Programm in den größten Arenen Deutschlands. Immer noch? Er füllt immer noch Stadien? Hä? Also, der war halt damals mega high. Jeder in Deutschland gefühlt kannte Mario Barth. Deswegen, okay, dass das so ein Megastar, den jeder kennt, Stadien füllt, okay. Aber der ist denn noch so beliebt? Krass. Ey, das ist so interessant, ne? Seit ich so seit 15, 16 Jahren kein Fernsehen mehr gucke, ne, sondern nur noch online unterwegs bin, du suchst dir halt so deine Bubbles aus, ne? Themen, mit denen du keine Berührungspunkte haben willst, mit denen hast du auch null Berührung. Krass. Es gibt so viele Riesenphänomene, die so voll... Wer ist das? Ja, wie ist denn die Redewendung? Dass das so über an mir vorbeizieht, so über mir... Ihr wisst schon, wusch. Wie ist denn die Redewendung? Ihr wisst schon. Und er hat immer noch große Shows auf RTL. Also komm mit mir hinein in die Welt des Mario Barths. Ich habe mir alle 6 Bühnenprogramme angeschaut oder angehört auf Spotify. Und jetzt wird es Zeit für eine ausführliche Besprechung. Die Comedy. Ich will jetzt gar nicht hier machen auf Big Plot Twist im Sinne von, na, actually sind die Programme von Mario Barth gar nicht so mega kacke, wie ihr alle immer gesagt habt, denn... Wirklich viel Positives werde ich hier heute in diesem Video nicht von mir geben. Dennoch liegt es mir am Herzen, um das Ganze ein bisschen konstruktiv zu gestalten, sozusagen diese Sandwich-Methode zu machen. Also wir starten mit was Positivem, gehen dann rein und enden dann nochmal mit was Positivem und dann hat es sowas Versöhnliches einfach. Deswegen würde ich einfach mal damit anfangen, dass ich seinem Stand-up als solches Sachen abgewinnen kann. Mario Barth lebt von seiner Mimik und seiner Gestik und seiner Motorik, würde ich fast schon sagen, weil er seinen Gag sozusagen noch dieses räumliche Gefühl mitgibt und die ganze Bühne einnimmt. Und das muss man tatsächlich sagen, Mario Barth ist ein Handwerker aus Berlin und er steht einfach auf den größten Bühnen Deutschlands schon 2003 und macht das mehr als solide. Ja? Auch wenn ich jetzt in der Branche überhaupt nicht heimisch bin, hat er einfach eine gute Beobachtungsgabe. Also es liegt ihm einfach, Situationen in seiner Umgebung wahrzunehmen und die dann lustig und vielleicht sogar überspitzt aufzubereiten. Und ja, ich habe in knapp 9... Ja, das ist Situations Comedy ist schon eine der lustigsten Arten von Comedy. Also einfach alltägliche Dinge zu nehmen und lustig zu umschreiben, ist halt witzig. Aber ich finde halt die Art und Weise, wie Mario Barth es macht, ist halt nicht mein Humor. Das war es früher mal. Ja, als Teenager fand ich das eine Zeit lang lustig. Mit kennst du?
Ja, das fand ich als Teenager lustig, aber dann wurde ich halt erwachsen, ne? Vielleicht kommt ja die Phase noch, ne? Weil wie es scheint, dadurch, dass er so vor allem auch im Fernsehen Erfolg hat, und Fernsehen wird ja gerade vor allem von der, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, älteren Generation oder den älteren Generationen konsumiert. Ich vermute halt, sein Zielpublikum ist wahrscheinlich wesentlich älter als ich, ne? Vielleicht das. Ich werde jetzt bald 30. Lustig finde ich den nicht. Vielleicht mit 40. Ich halte euch auf dem Laufenden. Oh mein Gott. So lange, wie es jetzt gedauert hat, von 20 bis 30, so schnell wie das ging, dann bin ich 40, Bruder. No, 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 no. Das ist Comedy. Auch hier und da mal müssen ein loswerden, falls das Sinn macht. Also ich habe gelacht. Und damit wir erstmal alle auf dem gleichen Stand sind, lese ich euch jetzt mal die Namen der einzelnen Programme von Mario Barth aus den letzten 20 Jahren vor. Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Männer sind primitiv, aber glücklich. Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. Männer sind schuld, sagen die Frauen. Männer sind bekloppt, aber sexy. Männer sind faul, sagen die Frauen. Ich erkenne da überhaupt kein Muster, ehrlich gesagt. Ich habe am Anfang beim Konzipieren des Videos zwischenzeitlich die Idee, ob ich nicht so ein Segment machen will, wo ich Mario Barth Programmnamen vorschlage für seine zukünftigen Programme, und wäre dann relativ schnell bei so einem sogenannten Gender-Gaga rausgekommen und hätte gedacht, das wäre doch ein richtiges Ding für ihn, wenn sein nächstes Programm sowas heißt wie Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Manchmal. Bis ich dann gesehen habe, dass die Realität... Die 2024er-Version. Mann, ist das alles dumm, Digga. Die Tät den Witz mal wieder einholt. Denn Mario Barth ist, wie gesagt, gerade aktuell auf Programm. Und das Ganze heißt, Männer sind Frauen. Manchmal aber auch Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht. Naja, verstehe. Jedenfalls, wenn ich Mario Barths Programme grob einteilen müsste nach dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, dass das allererste Programm von 2003 noch so ein mehr oder weniger harmloses Terrain-Abstecken ist, bei dem es darum geht, so Grenzen auszuloten. 2 und 3 sind schon deutlich grenzwertiger in der Art und Weise, wie es dargeboten wird, und wirklich schon Borderline-Stereotyp. 4 und 5 sind dann teilweise richtig blass und belanglos, und wenn man mal die ersten Programme als Referenz ranzieht, würde ich diese fast schon als schwächer und schlechter bezeichnen. Und mit dem sechsten Programm von 2018 fängt Mario Barth dann final mit dem an, wofür wir ihn heute wahrscheinlich kennen, nämlich er boomert ordentlich rum, weil da wechselt der Wind dann ganz plötzlich im Gegensatz zu den Programmen vorher, weil er da dann Burnout von seiner Neffin irgendwie so ein bisschen bagatellisiert, was ich ganz weird finde. Und es wird natürlich in standesgemäß gegen Vegetarier sich so ein bisschen lustig gemacht. Ja, okay. Oh, nee. Ja, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum er in der Generation so gut ankommt. Oh, nee, Digga. Verstehe. Facebook-Kommentarsektion. Humor. Keiner nimmt mir mein Schnitzel weg! Und das sollte ja dann wegweisend sein, aber dazu kommen wir später noch ganz kurz. Aber, und das muss man bei allen Qualitätsschwankungen trotzdem einfach feststellen, im Kern sind diese Programme alle gleich. Also es gab erschreckend wenig Unterschiede zwischen jetzt dem von 2003 und dem von 2018 in seiner Darbietung, in seiner Themenauswahl. Es besteht im Grunde alles aus drei Arten von Gags und Bits. Number one ist, bestimmte Situationen aus seinem Leben in ganz detailverliebter Kleinigkeit auszuführen und diese Gags dann jeweils richtig rauszuziehen. Da wird dann sozusagen mit rhetorischen Pausen gearbeitet, wo er auf der Bühne ganz oft nochmal betont und ganz oft still ist und einfach nur rumfuchtelt, um quasi zu unterstreichen, wie absurd besagte Situation ist. Nummer zwei sind... Ja, das ist genau das, dieses klassische... Ich brauche es jetzt nicht nochmal vormachen, ihr wisst schon. Die Geschichten, die er mit und durch seine Freundin erlebt und die er auch dann meiner persönlichen Meinung nach ganz extrem ausschmückt, sodass es schon fast jeglicher Realität entbehrt. Also ich persönlich glaube nicht, dass diese Geschichten so stattgefunden haben, aber dass es vielleicht eine Wurzel der Wahrheit gibt. Ganz im Gegensatz zu Punkt Nummer 3, nämlich Geschichten und Ungerechtigkeiten aus dem Leben des Mario Barth. Und ich glaube, ich hätte hier anders geredet, wäre nicht unsere allseits geliebte Pandemie passiert, als Mario Barth, vielleicht kann sich ja einer daran erinnern. Ja, das war unglaublich unangenehm. Wie war das denn? Ah, er erklärt es doch jetzt. Das war, weil er alleine in einem Abteil war und die Maske nicht tragen wollte und dann so rumgeschwurbelt hatte wegen der Maske? Aus der Deutschen Bahn auf Facebook live gestreamt hat oder ein Video veröffentlicht hat, wo er quasi rausgeschmissen wird, weil er keine Maske anhat. Das war im Grunde ja. Und eine autobiografische Dokumentation seiner selbst, in der man gesehen hat, dass die Geschichten, die er eben in seinem Programm erzählt, wo er das Gefühl hat, alle anderen um ihn herum sind völlig abgedreht und er ist auch einfach nur Mario Barth. Und in diesen Videos sah man, nee, das ist, er ist halt einfach Kacke. Dementsprechend...
Gut, ich hätte es jetzt nicht so trocken auf den Punkt gebracht, aber... Bin ich der Meinung, dass diese Elemente in seinen Shows tatsächlich wahr sind. Also er erzählt da einfach nur genauso, wie er ist und verpackt das witzig. Aber wenn man sich eigentlich mal genau anhört und denkt, was ist der jetzt genau ihm, dem armen Mario, was ist dem nochmal passiert? Dann checkt man relativ schnell, ach so, er ist ja gar nicht das Opfer in dieser Situation. Aber... immer gut für ein Comedy-Bit. Und was all diese Stories mehr oder weniger gemeinsam haben, ist, dass es immer eine prägnante Unterteilung gibt. Nämlich die Unterteilung zwischen wir Männer und ihr Frauen. Und ich vermute, das hat über die Dekaden seinen Einzug gefunden, weil es halt am einfachsten klappt. Also die Art und Weise, wie Mario Barth seine persönlichen Geschichten erzählt, die ich gerade schon erwähnt habe, ist jetzt nicht per se unlustig. Aber den Hauptappeal seiner Programme macht ja nach wie vor die Tatsache aus, dass du da als Pärchen hingehst und dann drüber lachst, was dir schon mal passiert ist oder was du an deiner Partnerin oder die Partnerin an dir selber. Auf jeden Fall. Das ist auch einfach unglaublich lustig. Also, wenn ich irgendwo irgendwelche Klischees höre, es war auch heute noch irgendwas. Nee, gestern. Rox und ich haben gestern einen Film geguckt. Monsieur Claude und sein großes Fest. Und da war genau so eine Situation. Da ging es halt um alle möglichen Pärchen. Und Mann hat einen Anruf bekommen, ey, kommst du zum Fest? Und sagt, nein, legt auf. Frau meckert, ruft an, wir kommen. Und da musste ich einfach so lachen, Digga. Weil es ist so dieses Klischee. Nee, sowas entscheidest nicht du, sowas entscheidet die Frau. Zu welcher Veranstaltung ihr geht und zu welcher nicht. Und so, weißt du, so diese Klischees. Ich finde das ja prinzipiell lustig. Sobald du irgendwo siehst, da wird ein Klischee aufgearbeitet und das trifft wirklich auf meine Partnerin und mich zu, in dem Fall, dann ist das halt lustig so. Das mag ich schon sehr gerne. Ist, glaube ich, einfach so persönliche Präferenz, ne? Aber ich mag halt die Art und Weise der Delivery bei Mario Barth nicht so gerne. Aber prinzipiell, also das finde ich jetzt erstmal nicht schlimm. Also dieses Männer-Frauen-typisch-Frauen-Humor-Ding, das finde ich jetzt nicht schlimm, solange es halt auch kreativ ist und nicht immer nur auf die gleichen drei Punkte eingeht, ne? Was ich halt absolut abgrundtief unlustig finde, ist halt dieses Haha, Frauen brauchen voll lange im Bad. Haha, Männer brauchen nur Essen und Action im Schlafzimmer. Ende. Solange es halt darüber hinausgeht, ist es halt lustig. Aber so solche plumpen Punkte finde ich halt unlustig. Ich habe ein Video gemacht vor Jahren. Wartet. So, mal gucken, ob ich jetzt schnell passende Kommentare finde. Ich habe dieses Video hier gemacht. Quick Change. Sie fuhrt mit Quick Change. Komisch. Fabian Magic hat das gleiche Video auch gemacht, aber anderes Thema. Auf jeden Fall so viele Kommentare hier. Warte, mit der willst du ausgehen. Wenn sie sagt, ich zieh mich kurz um, brauchst dich gar nicht hinsetzen. Völlig unrealistisch. Frauen brauchen immer mindestens eine halbe Stunde zum Umziehen. Hammer. Traumfrau. Wenn meine Maus sich ein Outfit zurechtmacht, läuft dann nix unter einer Stunde. Hoffe, das liest niemand, der uns kennt. Lissika 1. Artemis von den Sternen. Wahrheitswache of the Day. Blödheit regiert die Welt. Schlauer, mächtiger, als ihr es euch vorstellen könnt. Randinfo bekomme ich ein Video empfohlen. Dort sind Kommentare, die aktiviert werden und mich von Ihnen Daumen runter vergeben. Oh Gott, wie peinlich. Ah, mein altes Auto. Also, vielleicht sieht das ja jetzt hier die Partnerin. Das hier ist sein altes Auto. Ja, war ein gutes Video. Vielleicht erkennt sie ja die Straße. Ah, das war ein alter BMW. Ein BMW E320i E30. Also, jetzt habe ich final gedoxt, oder? Also, wenn irgendeine Frau da draußen von ihrem Partner weiß, dass er 2009 den BMW E320i E30 gefahren ist, er lästert über dich auf YouTube vor fremden Menschen. Ende. Passiert ist oder was du an deiner Partnerin oder die Partnerin an dir selber erkennst, weil Mario Barth natürlich jede Geschichte, die ihm passiert, unterstreicht mit einem prägnanten: Bei euch Frauen ist es ja so. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn das dann klappt, so ein Gemeinschaftsgefühl durch eben so ein primitives, binäres System zu erzeugen, dann spielst du halt eben nicht 3000er Locations, sondern 15000er Locations. Und das hat Mario Barth erstmal auf einer rein pragmatischen Ebene kapiert und verdient damit Geld. Der Inhalt. Ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt war es relativ egal, was er jemals noch machen wird. Und jetzt sowieso. Aber Mario Barth wird für immer der Meine Freundin-Guy bleiben. Und war es irgendwie auch schon von relativ Anfang an, würde ich sagen. Und das, obwohl im ersten Programm noch die ersten 20 Minuten
nicht einmal eine Freundin-Story erwähnt wurde. Er erzählt da über Boybands und Show-Behind-the-Scenes-Sachen. Und da ist bei weitem auch nicht alles witzig, teilweise sogar richtig unangenehm. Aber ganz ehrlich, womöglich sind das die 20 besten Mario Barth-Stand-Up-Minuten überhaupt. Weil er nämlich in fast ausschließlich allen folgenden Programmen teilweise sogar schon im ersten Satz seine Freundin erwähnt wird. Und das Ganze sich thematisch jetzt wirklich nicht mehr sehr vielfältig gibt. Und wie bereits gesagt, er arbeitet dabei mit ganz großen, den ganz großen Gesten und den noch größten. Stellt euch vor, so ein Typ kommt auf die Bühne und seit 20 Jahren beginnt er immer mit meine Freundin. Jo, wir haben es verstanden. Ganz kurz einmal für mich aus Interesse, wer sind denn eure liebsten Comedians? Dürft ihr auch nachher auf YouTube gerne in die Kommentare schreiben. Eure liebsten deutschen Comedians? Habt ihr deutsche Komiker, die ihr gern habt? Kristall? Otto? Ich bin ja eher so der Kayayana-Fan, ne? Matthias Berger. Oh mein Gott, da ist aber jemand ganz oldschool unterwegs hier. Michael Mittermeier, Bruder, oha. Ja, Kaya Jana ist, würde ich sagen, mein Favorite, ganz ehrlich. Stereotypen, er holt da ganz, ganz weit aus teilweise. Und nur damit wir es kurz gesagt haben, ja, mir ist komplett bewusst, dass Comedy auch in gewisser Weise in Spielen mit Stereotypen ist. Aber wenn ich das jetzt mal meine eigene Formulierung so aufgreifen darf, ist es ein Spielen mit Stereotypen. Es ist vielleicht auch ein Unterwandern mit Stereotypen oder es ist vielleicht auch ein Brechen mit Stereotypen. Aber was Mario Barth macht, ist im Grunde seit 20 Jahren und 6 Stand-Up-Programmen immer und immer wieder dieselben paar Stereotype. Oha, Pulle HD, übertreib doch jetzt nicht! Vielen Dank. Aufarbeiten, durchzukauen und zu reproduzieren. Und ich habe das mal in meinen eigenen Worten zusammengefasst, was meine prägnantesten Takeaways davon waren. Meiner Meinung nach sind Männer bei Mario Barth immer primitiv, naiv, aber liebenswürdig. Und Frauen hingegen sind berechnend, dümmlich und überemotional. Und darum sind quasi alle Comedy-Bits von Mario Barth konstruiert. Es geht dann zum Beispiel darum, dass Sherlock Barth ermittelt und feststellt, dass sich seine Kumpels zum Negativen verändert haben. Und woran könnte es natürlich hängen? Natürlich, dass sie eine neue Freundin haben und die beeinflusst die. Die hat ihre Finger im Spiel. Ja? Die Frauen wissen ja ganz genau, was sie tun. Oder dass seine eigene Freundin zu blöd ist, Werkzeug zu benutzen und dann noch viel blöder ist und das Werkzeug nicht richtig wieder zurückräumt, sondern es in den Eisschrank irgendwie packt oder so. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Meine Verlobte währenddessen baut mit einem Baby auf dem Arm ein ganzes Haus. Sowas. Er muss sich dann natürlich irgendwie selber drum kümmern, weil er ist ja der Mann im Haus. Oder das Allergeilste, Frauen haben eine Geheimsprache am Telefon und lästern in der Geheimsprache heimlich über ihre Männer und schmieden da Pläne, wie sie sie heimlich irgendwie beeinflussen können. Das ist immer so der weirde Unterton, der da mitschwingt. Von den weiblichen Biestern, die da einfach nur auf der Welt sind, um den Männern zum einen das Leben schwer zu machen. Das meine ich halt, ne? Das ist mir zu plump. Das ist mir zu sehr, haha, Frauen brauchen so lang im Bad. Haha, Frauen wollen immer nur uns Männern das Leben schwer machen. Wir Männer wollen doch nur unsere Ruhe von den Frauen. Ja, dann such dir keine Frau, wenn sie dich nervt, Bruder. Und sie zum anderen als Marionette für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Und klar, das habe ich schon gesagt, Mario Barth hat eine Beobachtungsgabe und hat einen sehr guten Sinn dafür, was er aus seinem eigenen Leben sozusagen potenzieren kann, um den Leuten klarzumachen, was es für Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Aber das Verrückte ist, und das ist mir jetzt überhaupt mal aufgefallen, dass er diese Stereotype teilweise nicht mal überspitzt darstellt, um seinen Punkt klarzumachen, sondern dass diese teilweise einfach jeglicher Grundlage völlig entbehren. Ich habe mal angefangen, bei dem Programm mitzuschreiben, was laut Mario Barth alles ja völlig typisch Frau ist. Ja, auf sowas habe ich gewartet. Guck mal, 10 Minuten brauchst du dafür. Also Feedback von mir, ich hätte damit eher angefangen. Ich hätte das Video angefangen mit, kennt ihr das? Frauen sind so und so und so und so. Oder? Seid ihr nicht meiner Meinung? Mario Barth schon. Heute geht's um Mario Barth, bla bla bla. Ich glaube, so hätte ich das Video sogar angefangen, weil das ist der Knackpunkt, auf den ich die ganze Zeit warte. Andererseits, so hat er mich auch dazu gekriegt, dass ich jetzt dranbleibe und das Video weitergucke, weil ich darauf warte. Ja, was sagt denn Mario Barth jetzt? Kennen wir alle, so sind Frauen ja. Und also, wir haben hier, ganz typisch Frau, wer kennt's nicht? Sie behaupten, sie haben keine Flüssigkeiten im Handgepäck im Flughafen. Typisch Frau auch, sie mögen schönes Wetter. Klar. Das ist so weiblich, Digga. Also, kennt ihr das? Ihr geht nach draußen, die Sonne scheint euch ins Gesicht und ihr macht so gay. Nur Frauen. Ja. Sie brauchen einen Brotbackautomaten. Was?
Es ist halt so dumm, dass wenn man es so trocken aufzählt, dann wird's halt lustig. Geben keine neuen Infos, sie wiederholen nur. Frauen hinterfragen alles, sie glauben einem Mann nix. Mag ich auch sehr gerne. Für Frauen muss im Film alles realistisch sein. Frauen bemängeln sich selber. Frauen können nicht nichts tun. Hier einer meiner Lieblinge. Typisch bin ich zu 100% hinter. Frau, sie treffen sich im Bad und cremen sich ein. Frauen machen manchmal Dinge, die sind so lustig. Das hat er wirklich so gesagt. Und zuletzt die Top-One-Tatsache daran, dass sie erkennen, dass sie eine Frau sind. Sie geben nie zu, wenn sie was nicht kennen. Hä? Ich meine, das ist keine Comedy. Das ist ein random Word Generator. Ja, das ist wie wenn man am Handy eingibt Frauen und lässt dann die Autokorrektur vervollständigen, Wort für Wort. Mach das jetzt mal. Gib mal in die Kommentare. Okay, wir machen's. Paare schreibt Frauen und lasst euer Handy mal vervollständigen. Okay, machen wir. So, ich gehe in meine Notiz-App. Frauen sind die meisten Effekte und dann noch die. Da steht einfach alte Schachtel. Frauen sind die meisten Effekte und dann noch die alte Schachtel. mein Handy einfach komplett sexistisch, Digga. ihr habt's alle im Chat gemacht. Frauengefängnis und die Kinder sind von verschiedenen Vätern und Jugendlichen aus der Gruppe eingeladen. Ha? Frauen, die in einer anderen Welt wohnen, können sie nicht in die Stadt kommen. Frau und Männer tragen Schmuck. Tragen Schmuck is a good one for me. Was? But I think I need to get a new one for my birthday. Wie random, einfach auf Englisch geswitcht. Frauen und Männer sind nicht mehr als die Frauen. Das ist actually faktisch falsch, Philly. Frauen und Männer sind nicht mehr als die Frauen. Das ist mathematisch nicht korrekt. Das ist ein Comedy-Programm, das bei Mario Barth mindestens mithalten kann. Und vielleicht kann er sich ja an der Kommentarspalte vom Ding her sogar inspirieren lassen. Ich will das sehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Bitte mach das. Die Erfahrung. Mir ist an der Stelle auch noch wichtig, das Ganze ein bisschen persönlich zu gestalten und euch meine persönlichen Befindlichkeiten mit auf den Weg zu geben. Denn ich habe mir 9 Stunden Mario Barth reingeknallt. Und es war irgendwie okay. Also am Ende des Tages ist es halt super leicht zu verdauende, dümmliche Unterhaltung. Alles in allem war es für mich nicht ganz so eine harte Erfahrung. Ganz im Gegensatz zu Frauen um mich herum. Weil ganz ehrlich, die fanden es, glaube ich, eher nicht so geil. Weil obwohl ich das thematisiert habe, woran ich gerade arbeite, bin ich dann trotzdem in so einen Mut verfallen, wo ich dann gedacht habe, ich mache jetzt so ironisch Mario Barth-Witze und erzähle dann so, hahaha, das ist ja voll typisch Frau und lache dann drüber. Das ist mir selbst dann nach 2 Gags im Halse stecken geblieben, weil ich dachte so, oh mein Gott, es verändert mich. Aber ganz ehrlich, wenn ihr den Reality-Check haben wollt, wie cool Frauen in eurem Leben sind, macht mal so einen Gag und wenn sie komplett entgeistert und angepisst reagieren. Good for you, ihr habt tolle Menschen um euch herum. Aber ganz ehrlich, typisch Frau, die verstehen keine Ironie. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, war doch gut. Ich weiß, dass Mario Barth nur Comedy ist. In meinen Augen ist nichts, was künstlerisch ist, immer nur das, sondern es ist immer viel mehr. Das ist eine Diskussion für was anderes. Aber jetzt atmet mal kurz locker durch die Hose. Was? Okay. Der nächste Satz wird hart. Das, was Mario Barth seit 20 Jahren produziert, ist frauenfeindlich. Die Freundin von Mario Barth oder wie er dann weiter darauf schließt, Frauen im Generellen sind in seinen Erzählungen immer erstmal dümmlich und wir Männer müssen ihnen unter die Arme greifen, damit sie so irgendwie durchs Leben kommen. Oder wir sind im Grunde die Geschädigten. Das ist noch viel schlimmer, das kannst du ja gar nicht ausmalen. Und wenn sie das mal nicht sind und als smart beschrieben werden, dann sind die Frauen nur smart, um uns Männer hinters Licht zu führen oder um Profit, einen Vorteil für sich selbst herauszuschlagen oder im allerbesten Sinne uns Männern zu schaden. Ich meine, natürlich ist das ein antifeministisches Narrativ, das da mittlerweile seit 20 Jahren auf großen deutschen Bühnen immer wieder Anklang findet und beklatscht wird. Jetzt kommt aber der große Plot-Twist in der ganzen Sache, die mir die Erfahrung mit diesem Watch irgendwie versüßt hat. Ab einem bestimmten Punkt hatte ich den Gedanken, dass Mario Barth eigentlich wirklich haarscharf dran vorbei ist, ein absolut stabiler Feminist zu sein. In seinem zweiten Programm Männer... Was kommt denn jetzt für ein Take? ...sind primitiv, aber glücklich heißt das. Hat ein kleines Bit darüber, ich weiß, das klingt jetzt mega low und es war auch mega low, dass Frauen ja so mega viele Pflege- und Beauty-Produkte besitzen, während Männer mit einer Bürste und einem Duschzeug irgendwie alles auf einmal machen. Ich weiß, es kommt mir schon bescheuert vor, das zu erzählen. Und das bläst da dann so richtig künstlich auf, wie das, also ich muss es jetzt nicht erklären, jeder hat schon mal irgendwie ein Mario Barth-Bit gesehen. Dazu gibt es dann in demselben Programm auch noch die Feststellung, dass Frauen ja nackt vorm Spiegel stehen und sich
an jeder einzelnen Körperstelle bemängeln und dachte mir nur so, dass er wirklich so kurz davor ist, einen wirklich stabilen Gedanken zu äußern, wenn es darum geht, wie sehr Frauen und aber auch Männer unter verzerrten Schönheitsidealen in dieser unseren Welt zu leiden und wie krass das. Eben, wäre jetzt die Quintessenz gewesen, krass. Frauen stehen unter extrem gesellschaftlichen Druck, auch durch andere Frauen, aber auch durch Männer, durch alles, was sich so die letzten Jahrhunderte entwickelt hat. Frauen stehen unter extrem gesellschaftlichen Druck, gut aussehen zu müssen. Das wäre so voll die krasse Quintessenz gewesen. Und bei Mario Barth ist halt die Quintessenz, die Frauen halt, ne? Instrumentalisiert wird von der Kosmetikindustrie, die dir alle 3 Monate erzählt, dass jetzt endlich das neue Motherfuck-Serum draußen ist, mit dem du all deine Falten bekämpfen kannst, obwohl niemand Falten bekämpfen sollte. Es ist doch in Ordnung. Hab doch Falten, ist doch völlig okay. Aber natürlich bleibt es bei Mario Barth bei einer seichten Beobachtung, die damit gekontert wird, dass wir Männer vorm Spiegel stehen, unseren Bierbauch sehen und denken, hä? Da bin ich aber stolz drauf. Das, was mich eigentlich... Maus, ich weiß nicht, wie du das beobachtest. Ich glaube, ich gucke mich selbst im Spiegel wesentlich länger an, als Roxy sich anguckt. Gott, bin ich die Frau in unserer Beziehung? Nee, es ist halt, ich stehe halt sehr häufig so vorm Spiegel und spann hier an und da und guck so, ist hier was gewachsen, ist da was gewachsen? Vielleicht verstehen es die Gym-Bros eher nochmal. Absolut, aber du siehst ja auch unglaublich gut aus. Aber ja, ich weiß nicht, das ist nach dem Training, ich gucke mir genau den Pump an, an trainingsfreien Tagen, ich gucke ganz genau, oh, wie ist mein Fortschritt an trainingsfreien Tagen. Heute wieder, krass, ich war jetzt 2 Tage krank, Magen-Darm gehabt, konnte nichts essen, ich habe 4 Kilo abgenommen. Ja, dann stehe ich natürlich vorm Spiegel und flex erstmal und spanne jeden Muskel an und gucke ganz genau, okay, wie sieht das jetzt aus, ne? Ich stehe daneben, schau dich mit an. Gibt's den Matti Shaker mit Code? Ja, liebe Freunde, guck mal hier, Schwing, Holy Logo. Oh. Seht ihr das da? Diesen wunderschönen Shaker gibt es nämlich auf weareholy.com/Matti Shaker. Und zwar mit Rabatt, Digga. Code Matti 5 für 5 Euro, Erstkundenrabatt, Code Matti 10. Ihr könnt ein Starter-Set holen, Holy, einfach mal zum ersten Mal probieren. Die machen Energy-Drinks, die gesünder sind als der ganze Krams, den es so im Supermarkt zu kaufen gibt. Kauft euch nicht irgendwelche komischen Dosen, kauft euch lieber Holy. Gönnt euch das Starter-Set, probiert euch da mal durch und dann kriegt ihr meinen Shaker gleich dazu. Und ihr kriegt das alles günstiger mit meinen Rabattcodes. Worauf wartet ihr noch? So, gucken wir weiter. Jetzt, wo ich das mal wieder nach Jahren geguckt habe, besonders schockiert hat, ist die Art und Weise, wie Mario Barth Partnerschaften oder Beziehungen zwischen 2 Menschen darstellt. Also zum einen ist es natürlich massiv eindimensional, was meinetwegen noch okay ist. Dann reden wir gar nicht mal drüber, dass er in 9 Stunden Comedy-Programm, wo wahrscheinlich 80% seine Freundin die Protagonistin ist, er nicht einmal ein aufrichtiges, emotionales Wort über eben jene verliert. Das ist schon wirklich ein absoluter Kracher, muss ich ganz sagen. Das ist ja nicht eine echte Freundin, von der Mario Barth da spricht, oder? Das ist doch sowieso das lyrische Ich. Das ist so eine lyrische Freundin, oder? Also, damit soll ja nicht eine echte Person gemeint sein, oder? Das ist doch für den Gag eine ausgedachte Freundin, oder? Oder? Weil sonst wäre es wirklich weird, wenn er nicht einmal dann noch was Gutes über sie sagen würde. Sowas wie, keine Ahnung, am Ende vom Programm, oh, sie hab dich lieb. Irgendwie so ein Kack. Nee, ist echt. Okay. Muss ehrlich sagen. Aber es ist die Tatsache. Ich finde das Video bis dato echt schwach. Er präsentiert einfach nur seine subjektive Meinung, in my opinion. Du hast dir literally innerhalb von 3 Wörtern selbst widersprochen, Tinore. Was soll er denn sonst machen, als seine Meinung sagen? Was willst du denn in einem Meinungsvideo sonst hören, außer die Meinung des Meinungsbloggers? Hä, ein Video, wo er seine Meinung präsentiert, da präsentiert er ja nur seine Meinung. Er erzählt gar nicht objektiv die Lebensgeschichte von Mario Barth. Er sagt ja nur seine Meinung. Finde ich schwach. Aber ist ja auch nur meine Meinung. Hast du wortwörtlich so geschrieben? Hey, Tinore 13, ich finde deinen Kommentar echt schwach an der Stelle, weil du präsentierst ja nur deine subjektive Meinung. Wo ist denn deine objektive Aufarbeitung des Geschehens? Finde ich schwach von dir, aber ist nur meine Meinung. Dass Beziehung in der Comedy-Welt eines Mario Barth zu bedeuten scheint, dass man immer und ständig gegeneinander kämpft, dass es immer ein Tauziehen darum ist, wer Recht hat und dass man sich gegenseitig so viel anlügen und manipulieren muss, damit man überhaupt noch leben kann. Das Paar, und davon bin ich ziemlich sicher überzeugt, dass Mario Barth vorgibt, mit seiner Freundin zu sein, ist entweder eine unglaublich unglückliche Beziehung oder es findet einfach so nicht statt und er macht es einfach, weil er merkt, dass es sehr gut funktioniert. Und an dem Punkt, an dem man sieht, dass Mario Barth eben jene Geschichten über 20 Jahre lang immer und immer wieder erzählt, unter tosendem Applaus von Paaren, die sich darin scheinbar wiedererkennen, wird klar, dass Mario Barth nicht Stereotype behandelt, um die bewusst zu brechen oder zu kritisieren, sondern dass er sie erkennt, glorifiziert und Frauen dafür mehr oder weniger an den Pranger stellt und Männer dafür feiert. Ich würde es übrigens brutal feiern, wenn ihr das Video liked und wenn ihr...
da muss ich ja. Den Kanal abonniert, wenn ihr mehr Bock habt auf... Ja, so weit bin ich noch nicht, Marius. Das Commitment ist noch nicht ganz da. Vielen Dank an alle Leute, die seit dem letzten Video dazugekommen sind. Und um das Ganze zu feiern, ich habe es im letzten Video schon angekündigt, werde ich anfangen zu streamen. Am kommenden Mittwoch um 18 Uhr gibt es den ersten Stream auf Twitch. Ich habe schon 50 Follower klar gemacht. Das ist irgendwie insane. Also notiert euch das Ding gerne. Der Link ist... Imagine, du hast 50 Follower und auch noch einmal gestreamt zu haben. Direkt in der Videobeschreibung. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr da seid. Und jetzt kommt's zum Fazit. Jetzt kann man sich natürlich am Ende des Tages fragen, wie ernst man das Ganze überhaupt nehmen muss. Am Ende des Tages ist es ja letztlich einfach irgendwie immer noch ein Clown, der damit Millionär geworden ist, dass er Frauen und Männer laut eigenen Aussagen irgendwie therapiert oder irgendwie so eine Kacke. Aber wer jetzt nach diesem Video nicht gecheckt hat, dass hinter Barts Comedy eine Ideologie steckt, dass da tatsächlich immer wieder Muster vorhanden sind und dass diese Muster im tiefsten Grundsatz einfach völlig antifeministisch sind. Ja gut, da frage ich mich, warum die jetzt überhaupt noch am Video dran sind. Schon in seinem ersten Stand-Up-Programm Männer sind Schweine, Frauen aber auch, beschwert sich Mario Barth 2003 darüber, dass man mittlerweile das Wort chillen umgangssprachlich benutzt und meckert darüber, dass er ja früher gesagt hat, naja, ich ruhe mich aus. Mario... Digga, also jetzt ist das Boomer-Level auf einem ganz anderen Niveau angekommen. Oh no. Oh nein. Oh, das sind die schlimmsten Kommentare. Oh, das ist das Allerschlimmste, wenn Leute deine Anglizismen kritisieren und dann selber Anglizismen benutzen. Oh, das ist so schlimm. Leute, es ist halt fest in den deutschen Sprachgebrauch integriert. Du sagst nicht, oh, ein Weiterleitungsverzeichnis zum Herunterladen einer Datei. Du sagst halt ein Download-Link, Bruder. Und du sagst halt googeln. Ach, was soll ich sagen? Ich gehe ins Gym. Wer ist Gym? Das heißt Fitnessstudio. Wie? Fitness? Fitnessstudio? Fitness ist ein englisches Wort. Das ist es halt. Genau. Muckibude. Aber Muskeln leitet sich doch vom Lateinischen ab, Bruder. Sprache ist halt dauerhaft im Wandel, ne? Also, wenn du sagen willst, red Urdeutsch, wie sich das gehört, ja, Bruder, dann musst du irgendwie Mittelhochdeutsch reden oder so. Sprache verändert sich halt. Und es ist normal, dass sich Sprache gegenseitig beeinflusst. Jedes dritte Wort oder so in unserer deutschen Sprache gefühlt ist aus dem Romanischen, also aus dem Lateinischen gefühlt. Mann, das ist ganz normal, Bruder. Nerv ihn anders in Mittelhochdeutsch. Bart war zu dem Zeitpunkt 31, genauso alt wie ich jetzt. In seinem letzten aufgezeichneten Programm von 2018 geht das Ganze dann schon expliziter zu und wie ich bereits gesagt habe, wird plötzlich so, na, gegen Vegetarier geschossen, sage ich jetzt einfach mal, aber vor allem wird auch Burnout bagatellisiert und da war dann so ein Scheidepunkt, wo ich gedacht habe, okay, hier erkennt man dann doch... Das ist halt so richtig Boomer-Humor, ne? ...doch irgendwie nochmal ganz klar, wo das Ganze hingehen soll. Und wo das Ganze hinging, hat man vor einigen Monaten gesehen, als dann plötzlich ein Snippet aus seinem neuen Programm rundging, in dem er feierlich verkündet, dass er nicht gendern wird und sich dann unter tosendem Applaus von 10.000 Leuten dafür abfeiern lässt. Es ist so krass. Diese Gesellschaft ist einfach auf Kampf aus, ne? Alt kämpft gegen jung, männlich gegen weiblich. Alles kämpft gegeneinander. Fleischesser gegen Vegetarier und Veganer. Alle kämpfen einfach miteinander. Keiner chillt, weißt du? Keiner macht den... Entschuldigung. Keiner entspannt. Keiner macht den hier. Alle sind auf Kampf, Bruder. Und ganz ehrlich, mir ist es persönlich... Es könnte mir wirklich nichts egaler sein, als ob Mario Barth gendert oder nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Mario Barth sowieso niemals gendern wird. Das hätte er auch nicht müssen in seinem Programm sagen. Das ist inhärent sozusagen. Ja, es ist mitgeboren. Es ist ihm in die Wiege gelegt. Aber mit welcher unverblümten Art und Weise er da quasi Stimmungsmache betreibt, Abend für Abend vor Tausenden von Menschen, das ist dann doch schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ganz ehrlich, mir hat dieser Ausschnitt ein bisschen Angst gemacht. Das Ding ist eben auch, da wird es jetzt etwas privater. Ich durfte oder besser gesagt musste in meinem bisherigen, doch sehr privilegierten Leben genug Männer um mich rum erleben. Ja, Bro, du bist weiß und ein Mann, du hast gar nichts zu melden, Alter. Lass dir das von einem weißen Mann gesagt sein. Die diesen Stereotypen auf eine negative Art und Weise zum Opfer gefallen sind und dementsprechend auch aktiv den Frauen in ihrem Leben geschadet haben. Und da frame ich mich jetzt als Opfer, aber im Umkehrschluss bin ich genauso ein Täter, weil ich mit genau denselben Stereotypen auch aufgewachsen und sozialisiert bin. Aber ich habe Kerle um mich herum erlebt, die zu stark und hart sind, um zum richtigen Zeitpunkt ein emotionales und aufrichtiges Gespräch über ihre
Emotionen und ihre Lage zu führen. Oder wenn es darum... Emotionen, das ist das, was man ertränkt, oder? Runterschlucken, weiterhasseln, bis du tot umkippst. Geht in einer sogenannten Männerfreundschaft die Pflicht fühlen zu müssen, über seine Freunde, über die Alte zu lästern, weil es nicht eine reale Option ist, darüber zu reden, wie sehr man die Frau in seinem Leben tatsächlich liebt und was einen verbindet und was das Leben schön macht. Ja, also ich war schon oft bei solchen Gesprächen. Warum bist du mit jemandem zusammen, über den du lästerst? Liebst du eine Person, über die du lästerst? I don't think so. Dabei, wo es dann darum ging, oh, jetzt wieder heim zur Alten, wa. Das ist genau das, was Mario Barth erzählt. Und wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, nicht. Wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, dann brauchst du nicht bei deinen Kumpels schlecht über deine Partnerin reden. Dann bist du nur ein ehrenloser Partner. Dann bist du nur ein dreckiger, hässlicher. Nee, das ist, finde ich, absolut unmännlich. Also wenn du schon bei Klischee Mann und männlich und weiblich, die Weiber, wenn du schon bei dem Gelaber bist, ich finde es absolut unmännlich, die Ehre seiner Frau zu verletzen. Man hat doch die Ehre seiner Frau zu wahren und zu verteidigen, oder? Das ist, finde ich, männlich. Gentleman. Und ganz ehrlich, ich persönlich kann daran überhaupt nichts witzig finden, wenn sich Massen von Menschen über solche Geschichten beömmeln, obwohl das offensichtliche Problem mitten im Raum steht. Ich meine jetzt nicht Mario Barth, sondern das metaphorische offensichtliche Problem, nämlich die stereotype Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit zum Beispiel, weil genau diese Sachen, so empfinde ich es, eine gewisse Legitimation abgeben. Also wenn... Hallo, Gefühle ignorieren, weiterhasseln. Mario Barth das sagt und wir alle in der Gemeinschaft drüber lachen, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, wenn ich mich nicht mit meinen eigenen Gefühlen auseinandersetze, aber auch hier. Richtig so. Geh ins Gym, trainier die weg. Mach deine Arbeit, iss dein Hühnchen. Aus anekdotischer eigener Erfahrung, sowas fällt dir irgendwann auf die Füße als Mann, aber auch als Frau, weil du dann letztlich die Leidtragende in der Beziehung bist. Weil das Ding ist ja, im Prinzip stehe ich voll hinter Mario Barth. Frauen und Männer, Cis-Frauen und Cis-Männer sind unterschiedlich und es gibt gewisse Stereotype, mit denen man eben diese assoziiert. Aber man muss eben auch erkennen, dass das soziale Konstrukte sind, in die man durch einen Pümmel zwischen den Beinen quasi reingeboren wird und mit denen man sich ab einem gewissen Alter, wenn man für sich selber und sein eigenes... Ja und nein. Also bleiben wir mal hier Butter bei die Fische. Da sind auch biologische Gehirnunterschiede zwischen einem männlichen Gehirn und einem weiblichen Gehirn. Männer denken anders und handeln anders als Frauen das tun. Es ist nicht nur ein soziales Konstrukt. Ja, ich weiß, er meint jetzt hier das Gender als soziales Konstrukt, aber zwischen Mann und Frau bestehen nun mal wesentliche biologische Unterschiede, die das Ganze halt unglaublich faszinierend machen und die, finde ich, gerade wenn es dann zu einer Partnerschaft zwischen Mann und Frau kommt, zu einer Beziehung kommt, das geht halt eigentlich ultra cool Hand in Hand. Das ergänzt sich mega nice. Der Mann sieht fokussiert in die Ferne, hat einen Punkt und sieht nichts, was um sich rum passiert. Die Frau hat nicht so sehr diesen Weitblick, aber sieht dafür weitwinklig viel mehr und sieht alles, was drumrum passiert. Und wenn du das jetzt zusammenpackst und ergänzt, ja, dann siehst du alles. Ne? Ist doch voll nice. Aber ja, vieles ist halt auch sozial konstruiert, natürlich. Das finde ich dann immer schade. Man darf es nicht nur auf dieses soziale Konstrukt reduzieren. Das finde ich immer ein bisschen lame, weil gerade auch diese biologischen Unterschiede sind doch voll faszinierend. Man muss die sich ja auch bewusst machen, damit man entsprechend richtig umgehen kann damit. Aber die darf man nicht einfach ignorieren und totschweigen. So, das ist ja halt einfach reine Biologie dahinter. Was hier verantwortlich ist, auseinandersetzen muss. Also um es jetzt nochmal zu veranschaulichen, ja, ich würde sagen, stereotyp betrachtet sind Männer eher emotionskalt, weil sie womöglich in ihrer Erziehung und in der Welt um sie herum, wie sie sozialisiert sind, gelernt haben, dass Emotionen Schwäche bedeuten. Dementsprechend ist aus der Sicht eines deutschen Comedians, der da auf der Bühne steht, eine Frau selbstverständlich überemotional, weil Frauen jetzt im Spezifischen, um mal aus meiner männlichen Rolle heraus hier zu reden, stereotyp offener mit ihren Gefühlen umzugehen. Und damit wir, ich struggle gerade ein bisschen, unser reichlich belegtes Argumenten-Sandwich von oben auch wieder mit einem Kompliment abschließen können und zubeißen, will ich, coole Show, Bro. Ich Mario Barth zum Ende hin einfach Danke sagen. Danke dafür, dass er diese Danke, Mario. Stereotype über Jahre und Jahrzehnte immer wieder offenlegt. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sich jeder Typ einmal alle 6 Programme reinbrettert. Muss ich? Und bei jedem Gag über einen Mann kurz mal in sich geht und denkt, trifft das auf mich zu? Und diese Programme aber nicht als Comedy sieht, sondern einfach als Fortbildungsmaßnahme. Ja! Denn so funktioniert das tatsächlich. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich will mich bedanken bei mittlerweile fast 2000 Abos.
Das sind jetzt einfach 16.000, Bruder. In welcher Rate wächst denn sein Channel? Boah, absolut wild. Ja, Marius, seid ihr gegönnt. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Video, sich mal mit Mario Bart und sozialen Geschlechterkonstrukten auseinanderzusetzen. Irgendwie ist das hier sehr schnell sehr deep geworden. Ich weiß nicht, ob das für euch auch nur ansatzweise unterhaltsam war, hier meine Reaction. Ja, Ende. Okay, Leute, wir haben jetzt dieses Level von Mario Bart erreicht. Hier geht es direkt weiter zu Rezo, der über Verschwörungstheoretiker quatscht. Die sind einfach nochmal so ganz, ganz andere Level schlimmer. Zumindest das, was die so von sich geben. Wenn euch das also interessiert, dann geht natürlich auch auf das Video drauf und dann viel Spaß bei dem Video.